Ja, also ich bin Adrian von den Rieser von Grand Schnöf, Berater für Boden, Gewässerschutz und Biolandbau. Ja, also einerseits Placken, da muss man nicht weit suchen, haben wir sicher ein paar, ja. Was anderes noch, wo nicht so gewohnt ist. Genau, der Breitwegerich, gerade hier im Weideingang, hat es ein bisschen viel von dem. Es hat ein bisschen Säukraut, das ist zwar ja, nicht so tragisch, auch auf einer Weide. Wenn man sitzen würde zum Mähen, zum Heuen, wäre es sicher nicht interessant. Wir haben aber hier ein paar Bilder von Pflanzen, die eben eher nicht so erwünscht sind, von Sachen, die nicht so schön sind. Kennt das jemand da? Das ist Ferkelkraut. Es hat dort die gelben Blüten dort oben, das sehe ich fast alle von denen. Und sie sind natürlich eben auch viel weniger appetitlich, auch für die Kühe. Und eben die Weide, das ist eigentlich schon das, was am interessantesten ist, für eben gutes Futter zu haben. Zum einem relativ günstigen Preis. Also hier haben wir irgendwie 16 Franken für 100 Kilo Trockensubstanz. Hingegen, wenn wir da hier ein Silo machen, dann sind wir etwa bei 50 Franken und eben mit den heutigen Dieselpreisen sicher wahrscheinlich noch ein bisschen höher.